Servus und willkommen zu Forts im 1 gegen 1. Und ja, ihr kriegt's mit, ich bin wieder da. Noch nicht ganz wieder auf dem Damm, ein bisschen noch mit Problemen behangen, aber ich hoffe, dass die sich bald doch irgendwie nicht unbedingt schnell lösen lassen, aber in eine vernünftige Richtung entwickeln, wo ich dann damit arbeiten kann. Für euch ist einfach nur wichtig, ich bin wieder da. Und ja, ich gucke, dass ich weiterhin regelmäßig Videos produziere für euch. Kann das aktuell nicht versprechen, wollte euch hier nur mal einen kurzen Überblick geben in aktuelles Update zur Situation. Es ist bei mir, na, schwierig, durchwachsen und insgesamt schwer zu umschreiben. Es ist aktuell bei mir alles improvisiert. Deswegen, es gab ein paar Änderungen bei mir im privaten Bereich, die mich doch dann relativ arg mitgenommen haben, die auch viele Veränderungen mit sich gebracht haben. Darum auch die einwöchige Pause jetzt. Und dann müssen wir mal gucken. Wie gesagt, ich will gucken, dass ich euch weiter versorge. Kann aber jetzt ad hoc nichts garantieren. Aber so ist zumindest mal mein Plan. Ab dem 15. spätestens soll wieder alles wie gewohnt laufen mit regelmäßigem Content, täglichem Content und dem alten, ja, dem alten bekannten Gürteltierchen. Momentan ist bei mir alles noch so ein bisschen, ja, alles ein bisschen schwerfällig und teilweise gehemmt. Aber wir müssen nochmal anfangen und ich will euch auch nicht so lange auf dem Trockenen sitzen lassen. Ich will auch nicht großartig jammern. Von daher, wir gehen hier einfach ins Game und der Gegner hat schon hier direkt meinen Sniper im Spot oder will eine EMP schießen. Das sieht nicht nach einer EMP aus. Naja, was soll's? Wir haben das Gürteltierchen gepickt. Also haben wir hier unseren Sniper. Und na, komm her, ein Stückchen tiefer und holen den raus. Wie gesagt, privat läuft es nicht ganz so rund gerade. Da sind ein bisschen was an Problemen am Start. Aber ich bin froh, dass ich wieder für euch da sein kann, dass ich euch neuen Content präsentieren kann. Und ich hoffe, es ist für euch in Ordnung, wenn es momentan so ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen ruhiger vonstatten geht. Weil, ja, es ist halt gerade bei mir privat schwierig. So, aber eine ganz andere Sache, wo ich auch noch euch mit ins Boot holen möchte, muss und will. Wir werden unser Angebot an Content erweitern, weil nur Forts auf Dauer, es ist ein schönes Spiel, ja, aber es ist schwierig, auch bei so einem schönen Spiel immer wieder konzentriert zu bleiben und Qualität abzuliefern. Deswegen werde ich dann den Bereich für den Content, muss es auf Deutsch heißen, erweitern. Ich werde Frostpunk nochmal aus der Mottenschublade rauskramen, weil es ein schönes Spiel ist. Und wir wurden ja vertrieben, kurz vor knapp in der Kampagne. Das haben wir nicht vergessen. Und da will ich mich noch an den Menschen revanchieren und bittere Rache üben. Und ansonsten, ja, es gab noch ein paar andere Spiele, wo ich sage, die sind schön. Das sind sowas von Lasers. Komm mal her, kriege ich die weg? Oh, nö. Deswegen, es gibt noch ein paar andere Spiele, wo ich sage, die sind schön. Zum Beispiel will ich euch noch Hidden Deep präsentieren. Und auch die Tatsache mit den Streams, die werden jetzt regelmäßiger und häufiger kommen, also nach dem 15. Weil ich dann hoffe, bis dahin ein bisschen was von den bestehenden Problemen beseitigt zu haben. Sodass es für uns alle ein schönes, rundes Erlebnis wird. Und wir sehen bei unserem Gegner, dass er hier auf Laser spielt. Ja, wir haben dieselbe Idee gehabt. Soll mir relativ recht sein tatsächlich. Ja, hier oben, da hätte ich ganz gerne noch ein Energieschildchen. Und dann mal gucken, wie es aussieht. So, und wie gesagt, ich will nicht länger jammern. Ich will nicht euch hier die Ohren zuheulen. Ihr seid hier, weil ihr Forts gucken wollt. Und das möchte ich euch auch geben.
Wir gehen hier ebenfalls für Laser. Unsere Laser sind etwas stümperhafter gebaut wie seine. Seine haben so einen geilen Winkel nach oben, sind klein und kompakt und alles. Und unsere sind einfach richtig stumpf. Naja, aber... Okay, warte mal. Da kann ich doch auch easy drunter durchsägen. Ja. Ich weiß nicht, was ich gedacht hat, aber das war nicht geil. Da sind die Laser weg. Ich hatte jetzt eine Woche Pause und ich bin eingerostet und ich habe auch eine schlechte APM. Aber so ein bisschen Aim, der ist noch da. So, unser Plasma Beam ist im Aufbau. Und dann mal schauen, wie das Ganze läuft. So, dann gehen wir da nach oben und nerven ihn ein bisschen. Ja, guck mal da, der Sniper, der ist frei. Und ich komme nicht dran. Schade. Gut, da ist Metall. Okay. Noch ein bisschen was an Windturbinen nachstecken. Okay, die können wir mal beide einfach aufheben. Wer weiß, was noch kommt. Hier mal ein bisschen günstiges Metall noch mit beiziehen. Verstärken. Ja, komm. Danke. Und dann sind wir doch eigentlich schon wieder ganz fein. Achso, und übrigens, wenn ihr euch fragt, gegen wen ich da drüben eigentlich spiele, es ist der gute Judah John. Judah, das ist ein anderer Ausdruck für guter. Also so habe ich es zumindest mal kennengelernt bei mir in der Pulse. Ich weiß nicht, ob das bei euch was anderes bedeutet, aber bei mir steht das für guter. Und er ist aktuell Rang 66, hat sich halt hier mit den Sandsäcken ja zu sicher gefühlt, sag ich mal. Das ging halt dann böse nach hinten. Los für ihn, weil ja, so ein bisschen was an Aim haben wir dann doch über die Zeit, wo wir fortspielen, ansammeln können. Und alles verlernt haben wir in der einen Woche jetzt nicht. Und dann mal gucken, wie das hier weitergeht. Will ich das haben? Eigentlich will ich das nicht haben. Eigentlich will ich eine andere Art. Guck mal da, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Gib mir mal die Strebe hier. Kann ich hier verbinden und die kann ich dann so verbinden. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht gerade. Das ist ein Stability Tag. Wahrscheinlich keine schöne Stability Tag und keine effektive. Finn und Ambu werden sich wahrscheinlich jetzt hier an den Kopf greifen und sagen, ja. So sieht das aus, wenn Leute ohne Skill einen Fort bauen. Aber ich kann damit leben. Ansonsten, wie gesagt, es kommen jetzt noch ein paar dann weitere Projekte nochmal. Und da bin ich mal gespannt, wie ihr das Ganze annehmt. Ich hoffe positiv. So, und dann schicken wir mal hier den ersten Gruß mit Fire Plasma von unserer Seite. Boah, richtig schlecht geaimt. Ja, das hat es dann besser gemacht. Gut. So viel zu dem Thema. Das war richtige Krütze. So, die Gunner sind hier. Einfach nur aus dem Grund heraus, weil wir haben hier Energieschilde. Die hat er auch gehört. Demnach wird er irgendwann eine EMP auf uns losjagen. Deswegen habe ich jetzt schon die Gunner im Feld. Und auch die Repair Station. Einfach nur dafür Sorge zu tragen, dass da eventuelles Böses, was da im Busch lauern könnte, uns nicht so böse heimsucht. Und da wollte ich eigentlich hin. Auf die Connection da oben und schöner Hit und nahezu hoch, leider. Oh, es ist als abgeschmiert und das ist auch abgeschmiert. Okay, das lief dann besser als gedacht. Wir sind vielleicht dann nicht ganz so unfähig über diese zwei Wochen Pause, über diese eine Woche Pause geworden. Aber mal schauen. Wir haben jetzt zweimal schon die Laser weggeholt, jetzt könnten wir mal oben... Warte mal, dem fehlt eine Mine. Dem fehlt da oben eine Mine. Okay, so kann man es auch spielen, wenn man gerne auch schwer spielt. Okay, da ist ein Schildchen. Ich gehe jetzt mal einfach Richtung Chor. Und das ist doch gar nicht mal so schlecht. So, der Gute will es aber uns jetzt nicht so einfach machen. Von daher werden wir jetzt nach unten basteln und uns jetzt einen Nuke holen. Beziehungsweise können wir hier unten auch noch wunderbar Mörser installieren. Und auch wenn ich die Woche Pause hatte, zwangsweise, ist meine Sympathie für Mörser nicht kleiner geworden. Von daher darf er sich jetzt mit den guten kleinen Freunden gleich ins Benehmen setzen. Und ich hoffe ganz ehrlich, dass er sich benehmen kann.
Weil die haben immer nur das Beste für alle im Sinn. So, dann basteln wir uns das da unten. Die Swarms sind installiert. Okay, er musste hier erstmal alles nachbauen. Er hat ja relativ viel verloren und dann können wir hier nochmal richtig schön reinhalten. Komm, kurz warten. Und das sind nochmal... War nur eine Lage Metall leider. Schade, ich hätte mir mehr gewünscht. So, aber wir stocken auf. Die Swarms sind gleich ready. Die Mörser sind auch im Aufbau. Und auch wenn das nur Kleinkram ist, der Kleinkram wird ihnen früher oder später einfach das Knick brechen. Ja, ja. Gut, der Sniper da oben hat gar keinen Winkel mehr auf irgendwas, deswegen brauche ich einen zweiten. So, und da hinten nochmal die Windturbinen erweitern. So, mit dem Windpark sollten wir eigentlich gut aufgestellt sein bei ihm. Ich werde aus seinem Fortnite schlau. Gut, wir haben hier zweimal seine Laser weggeholt. Und vermutlich ist er Geizhals. Und das wird er auch gemerkt haben, aber trotzdem. Sein ganzes Fort ergibt für mich wenig Sinn. Zumal hier oben die Mine fehlt. Und hier unten das Hintergrundholz. Das macht mich ein bisschen nervös, dass da eventuell eine sneaky Nuke kommen könnte. So, aber erstmal kommen hier jetzt Swarms. Die werden in der ersten Instanz da vorne mal ein bisschen geblockt. So, da haben wir hier schon mal den ersten Punkt freigemacht und können jetzt hier seinen Laser nochmal einfach ins Nirvana schicken. Das war der dritte, wir haben Core Damage nochmal gemacht. Da oben, das ist Energieschildernubbel. Die Windturbinen sind abgerauscht. Gut, also ich würde sagen, wir haben das Game hier relativ gut im Sack. Da sollte eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Okay, da kommt sogar an. Rein theoretisch. Rein theoretisch wäre der angekommen. So. Dann machen wir das doch mal so. Ein kleines Türchen noch gebaut. Und ein Magna. Jeder mag das Ding. Von daher holen wir uns auch so eins. Dürfte einer bitte durchkommen? Ja, natürlich, der nicht trifft. Was soll's. Wir gehen weiter. Wir können die Sachen ja oben bei ihm einfach rausbrennen bzw. weglasern. Sein ganzes Fort ist einfach krumm und schief. Aber wir kriegen es gerade nicht hin, ihm irgendwie weh zu tun. Ah, guck mal einer an. Endlich geht er raus. Sehr schön. So. Dann hier noch ein Stück weiter. Weil hier oben die aufhängen und wenn die bricht, dann ist es sehr gut für uns. Na, das war alles nicht gut. Und hier nochmal rein. Da ist so viel Scheißdreck im Weg, das gibt's gar nicht. Das darf doch echt nicht wahr sein, wie viel Grütze da im Weg ist. So. Aber, okay, da sind jetzt Gunner. Die werden wir einfach rausbrennen, das ist gar kein Problem. Die gehen hier ganz easy raus. Und wenn das ein bisschen höher kommt, kommt auf die Aufhängung. Aber bitte nicht aufgeben, bitte nicht aufgeben. So. Einmal dahin painten und dann gucken, dass ich mit dem Magna das richtig schön beiziehe. Bitte nicht dahin. Okay, die Nuke verhält sich ein bisschen anders da. Aber wir haben den Schaden gemacht. Ja, wir nähern uns... Okay, da ist ein Schild gewesen. Hab's gemerkt. Aber die Mörser kommen jetzt ungehindert da rein. Oh, schön. Und ja, die Sache, die haben wir gleich. Da ist nicht mehr viel für ihn zu machen. So, wir gehen da oben direkt in die Aufhängung rein. Keine Spielerei mit Magna Beam mehr. Wir wollen das hier einfach eiskalt jetzt finishen. Hat die Nuke gehittet. Okay. Aber hier oben bei... Nein. Okay, das Schild ist wieder online gegangen. Das darf doch echt nicht wahr sein. Aber wir können hier nochmal den Laser wegsägen. Die Buster ist dementsprechend gleich ready. So. Wir gehen einfach hier oben straight Richtung Aufhängung. Wir machen da gar keinen Shishi mehr. Die Buster holt nochmal den Laser weg. Das ist der dritte mittlerweile. Da kommt die Nuke. Und... Privat haben wir ordentlich was um die Ohren, haben mehr als nur ein Problem, was wir bewältigen müssen, aber bei Forts läuft's noch. Okay,
Das ist echt dreist. Von daher ist da wenigstens eine gute Sache noch dabei. Ich bin zufrieden. So, mal schönes Schild getroffen. So, dann gucken wir doch mal. Dann painten wir dahin und wollen es jetzt noch mit Magna Beam beenden. Komm. Gib mir die Chance auf in Magna Beam Finish. Sei so lieb. Okay? Nein. Magna Beam und Nukes muss ich noch üben. Das darf doch echt nicht wahr sein. Okay, da haben wir den Sniper getroffen. Wir haben die Runde eigentlich schon komplett im Sack, aber wir kriegen es nicht hin, ihn zu finishen. Da ist so viel Krempel im Weg. Das darf doch echt nicht wahr sein. Okay. So. Dann hier ist nochmal Nuke und Swarms und alles rein. So, und jetzt soll es doch eigentlich dann mal gut sein mit allem. Zack. Ey. Das darf doch echt nicht wahr sein. Das ist echt zum Mäusemelken. So, aber jetzt komm. GG, GG, geht doch. So, wie gesagt, Leute. Ich bin wieder da. Replay-Details ändern. Okay, es gab ein Update. Wie gesagt, ich bin wieder da. Es gibt wieder Forts. Ich hoffe, dass es relativ regelmäßig kommt. Ab dem 15. wieder täglich. Auch ab dem 15. neue Projekte wieder mit der Facecam dabei. Und diesmal auch dann mit lustigem Cosplay. Also ich habe mir da echt Gedanken und Mühe gemacht. Was halt aufgrund von verschiedenen Sachen gerade aktuell nicht möglich ist. Aber ihr kriegt alles. Keine Sorge. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren. Passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.